Dort, wo die Stadt aufhört, hinterm letzten Asphalt, machten die Häuser Halt, machte auch ich Halt. Die Stimmen der Autos vergingen, aus der Ferne rosa und kühl, lockte mit dünnem Finger ein Sauerampferstiel. Dahinter sehe ich schwarz eine Herde Bäume grasen. Ach Staunen, ach Glück, die Straße führt zu den Bäumen hin. Hier mach ich meine Traurigkeit nieder. Dort geht einer durchs Feld, zieht was Blökendes, Weißes durchs Dämmern zur Scheune zu anderen Lämmern. Hinterm letzten Asphalt, dort wo die Stadt ausgeht, geht auch die Nacht an. Der Wind bringt Geruch von Gras. Die Straße verliert sich, kommt wieder. Sie hat sich umgedreht, legt eine Wendung hin, wie einer, der den Kopf dreht. In den dunklen, eckigen Häusern, die eckigen Fensterchen leuchten, die hatten mir's angetan. Ich dachte, das seh ich mir an. Da schwammen Schüsseln und Kannen, Tassen, Teller und ein paar Löffel im seltsam fernen Licht, bis ich gegangen war. Balken, Gräben, Brunnen. Vier kleine Moräste übersprang ich auf krachenden Ästen. Der Abend war kalt und doch warm. Es saßen die Frösche zuhauf und rollten zart wie ein Kügelchen her den zornigen Buchstaben R. Die Nacht kam schwankend und grau. Da frage ich mich, wieso ich hier nie gewesen bin, nie diese Straße ging, nie dahin oder dorthin, und fragte mich, ob bei Tag, wo ich so lange ausblieb und wie der Lehm an die Schuhe kam, da sag ich, dann sag ich, ich sag, dort, wo die Stadt aufhört, hinterm letzten Asphalt machten die Häuser Halt, machte auch ich Halt, die Stimmen der Autos vergingen, aus der Ferne rosa und kühl, lockte mit dünnem Finger ein Sauerampferstiel. Für euch alle, Nummer 471. Heute ist Dienstag, Dienstag der 20. Juli 2021. Novella Matwejewa. Eigentlich Novella Nikolajewa Matwejewa. Gelebt hat die russische Lyrerin, diese wunderbare russische Lyrerin, Lyrikerin von 1934 bis 2016, 82 Jahre ist sie geworden, und man findet nicht viel über sie. Es gibt so ein paar Tonaufzeichnungen von ihr, und zwar von Liedern, denn sie hat, und das hat man ja vielleicht gehört, ihre Lyrik auch mit der Gitarre selbst begleitet und die Melodien dazu geschrieben. Es klang ja fast wie ein Lied. Ich habe es nicht gesungen, das konnte sie bestimmt viel besser. Aber es hat was von diesem Schwung und von, ja, von den Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Ja. Novella, was für ein schöner Name. Novella Matwejewa. Dass wir aber was finden von ihr, das haben wir einem tollen Verlag zu verdanken, der früher mal Verlag Neues Leben hieß. Und in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, ein Buch rausgegeben hat, ein kleines Heftchen. Und das nannte sich Poesiealbum. Und das gibt es immer noch. Und ansässig ist der Verlag jetzt in Wilhelmshorst. Und da schlägt es ja vielleicht ein bisschen Alarm bei euch, die so ein bisschen hier das so mitmachen. Peter Huchel hat dort gelebt bis 1971, bis er dann die Republik verlassen hat oder verlassen musste. Und dann hat in seinem Haus Erich Arendt gewohnt. Und nach dessen Tod wurde dieses Haus irgendwann diesem Verlag überantwortet.
Und jetzt wird dort das Poesiealbum weiter gedruckt und verlegt. Und man kann es sogar abonnieren. Und das habe ich gemacht, logischerweise. Und aus einem dieser Bände, nämlich aus der Nummer 6, also von 1968, Novella Matvejeva, Poesiealbum Nummer 6. Dort, wo die Stadt aufhört. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Dienst, 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 Dienst. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Geht gleich los bei mir. Und sage bis morgen.